Hallo und willkommen zurück zu Terraria. Detef, du machst einfach einen neuen Part? Ja, muss ich doch. Warum? Ja, muss ich doch. Wie kommst du darauf? Ja, muss ich doch. Ja, wolltest du nochmal aufnehmen? Wolltest du aber nicht? Du hast nichts davon gesagt! Egal. So, der Phantasm wird jetzt erstmal unreal gemacht. Was machst du jetzt erst? Also logisch, dass ihn gerade gecraftet wird. Wann hätte ich es machen sollen? Ja, richtig, passt schon. Wow, das geht mal perfekt auf. Ja. Wie wär's mit einem Unreal Phantasm! 130 Damage. Der ist schwächer. Wie viele Pfeile schießen der? viel Pfeile wie Wolken. Okay, er selber schießt nur 3 Pfeile, aber hat dann irgendwie so einen komischen Effekt, dass er Gegner anvisiert, oder? Oder? Wenn du auf Gegner schießt und triffst mehrfach hintereinander, dann kommen so komische Geister-Vortex-Pfeile. Keine Ahnung, Die wie man das anvisieren. nennt. Und hundertprozentige Treffsicherheit garantieren. Ja, du musst auf jeden Fall gut zielen können. Ah ja, jetzt machen wir da einen Pillar. Er kann übrigens auch so einen Monolith bauen. Bringt das irgendwas? Und das ist nur Deko. Ich habe so keine Ahnung, was der macht, aber da steht, er hat Macht. Ich dachte, dass du vielleicht eine Wiki angeschaut hast, weil du ihn interessant fandest. Dazu bin ich noch nicht gekommen. So. Diese Monolithen sorgen dafür, dass der Hintergrund genauso wird, wie wenn der Celestial Tower aktiv ist. Ach so. Mit Rechtsklick aktiviert oder über Wire. Will mich dieser NPC verarschen? Der hat jetzt dafür gesorgt, dass ich nicht das Bett anklicke. Sie sind nützlich für Events wie die Solareclipse, weil sie so viel Licht verursachen. Das steht da. Sag mal, sind eigentlich alle Spieler außer wir blind? Was ist das für ein Tipp? Warum ist hier jetzt ein Haus in der Luft? Weil ich hier ein Haus gebaut habe. Habt ihr euch gesagt, das ist nicht nötig? Willst du mich verarschen, ETF? Das machst du aber nicht zu oft. Denk dran, 4 Sekunden Cooldown. Aber es ist immer noch besser als nicht zu benutzen, oder? Ja, aber ich glaube, du hast dir vorher Schaden dadurch gemacht, weil du nicht darauf geachtet hast. Ach Mist, wer hat denn den Kack gebaut? Jetzt bin ich schon wieder abgebremst worden. Es nervt mich immer, dass wir hier nicht durchlaufen können. Weißt du, das hat Mutter Natur gebaut. Die Mutter Natur. Ach, ich bin durch. Okay, kämpfen wir einfach am besten hier. So, ich weiß auch gleich, was ich mache. Ja, ich will aber erst noch zu dem dahin. Sharknado. Spawn Point Set, genau das wollte ich. Oh, gute Idee. Ah, kack Meteoriten-Dinger. Wieder unten wollen sie mir, aber sie können nicht. Oh ja. Lol. Das ist doof, weil ich sie auch nicht töten kann. Naja, du kannst dich rein teleportieren. Die will ich aber nicht. Ich bin gerade dabei, mich zu heilen. Aua! Boah, WTF, der Tower spuckt ja mit Dingern, die einen Schaden machen. Hat es der andere auch gemacht? Weiß ich nicht. Bist du sicher, dass der das macht? Das ist krass. Ja, hier, das, was da rausfliegt. Oh, ja. Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand gemacht hat. Was macht das denn nur Expert-Mod? Oh, shit. Das sind auf einmal so viele Gegner. Vielleicht werden die Dinger aber auch stärker, wenn schon eins besiegt wurde oder so. Gut, dass wir hier zufällig eine Arena haben.
Ja, der ist halt genau in der richtigen Position gespawnt, im Endeffekt. Okay, ich muss jetzt da runter. Diese Zusatzpfeile sind richtig cool. Oh mein Gott. Okay, ich hab's überlebt. Ah, da kommt so ein Teleporter-Arsch. Nein, lasst mich in Ruhe. Nicht genug Lifehack. Okay, oh, 11, 12. Wir haben auf jeden Fall noch lange nicht genug Hilfe. Fällt wieder was auf. Ammo-Box. Ah, oh, super, Ammo-Box, gute Idee. Dann spare ich Muni. Dann kann ich noch mehr Männer in MSR raus verschießen, bevor sie ausgehen. Solltest immer dran denken. Dass die da alle da drin wohnen. Hört auf mal. Hört mal auf damit, da drin zu wohnen, hallo? Dass man leider auch nicht angezeigt kriegt, wie weit man schon vor Fortschritt her ist. Muss halt mal, also man sieht's, aber das Schild wird schwächer. Wird's dünner oder wie? Ich kann mal hinschauen, ob ich schon den Unterschied sehen kann. Hat mindestens 2 Stufen. Der lebt noch, der Mario? Ja. Ja. Also ist das nicht ein Luigi? Ach doch, das ist Mario. Knapp unter 50 gehe ich von aus. Ich sehe noch keine Veränderung. Der Painter ist jetzt nicht mehr. Ja, da lebt noch der Mario. Jetzt nicht mehr. Ein Kopf ist durch ihn durchgeflogen. War tot. Du hast nur zugesehen. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht nur Blöcke schießen. Du musst ihn retten. Ich kann nicht nur Blöcke schießen. Retten. Ich kann nicht nur Blöcke schießen. Wie machen die das? Ich merke gar nicht, dass der mich. Ich sehe gar nicht, dass der mich trifft, dann trifft er mich. Ich weiß nicht so genau. Aber. Ach, warte mal. Warte, es waren meine eigenen. Ja. Reflektieren die Pfeile, wenn die rollen oder was? Möglich. Ich glaube nämlich nicht, dass die Venom Arrows benutzen. Wo ist meine Ammo-Box da? Interessant anzusterben, denn. An der eigenen Pfeilen, ja, das mache ich immer gerne. Kill Count Unavailable, das gefällt mir nicht. Okay, 19 Selenians. Korita 27. Ah ja, Schild wird langsam schwächer, wir sind auf jeden Fall schon über 50. Au! Aber noch unter 100. Oh. Hi, auch so tot wie ich. Ja. Weißt du was? Zeit wenigstens mal Fisch zu essen. Ah ja, stimmt. B könnte ich auch mal wieder drücken. Los, Sharknados! Ich will so einen Mod, der mir einfach fett einblendet, wenn ich irgendwas vergessen habe und noch irgendwas machen muss. Wie zum Beispiel so ein Buff essen. Ey, du hast schon lange kein Fisch mehr gegessen. Bist nicht mehr well gefettet. Ja, genau. Und auch, dass mein Summoning-Ding nicht mehr da ist und sowas. Solche Dinge. Hey, oh. Listen. Apropos hey. Summoning-Ding, das ist, glaube ich, echt gerade nicht mehr da. Stimmt, als Pad einrichten. Übrigens, da ist so ein Tisch. Du kannst 2 haben. Ich habe 2. Den Tisch habe ich ja witzigerweise angeklickt. Daran habe ich gedacht. Piraten kommen aus dem Osten. Das ist echt so, wenn die rollen, darf ich da nicht zu weit von denen entfernt stehen, weil ich glaube, die rollen nur, wenn man zu weit weg ist, oder? Ja. Böse Viecher. Okay, es sieht auf jeden Fall schwächer aus als vorher. Ja, aber es sind noch ein paar zum Töten da.
Vor allem diese Korinthenkacke hier. Was? Das sind Köpfe. Da steht Korinthe. Das sind die Meteorit Herz 2.0. Korinthenkacke. Meteorit Herz 2.0. Wo ist er? Der Qualität ist schon tot gekrollt. Gekrollt? Kannst du mir einen Gefallen tun und die Tür kurz öffnen, damit ich meinen Schuss rauskriege? Glaubst du ernsthaft, du kannst da drin überleben? Danke. Nur mal schauen. Wann sie mich attackieren. Eigentlich müssten sie... Oh, okay, er ist offen. Geil. Er ist offen? Ja, du hast recht, das ist der Pillar-Killer 2.0. Ich glaube, noch effektiver wärst du, wenn du senkrecht über ihm bist. Bin mir aber nicht sicher, wie der vom Schaden her funktioniert. Vielleicht treffen die Pfeile dann besser, aber weiß ich nicht. Noch einer. Okay, das war's. Und hier sind wir nicht beide draufgegangen. Yay. Ja, ich hatte auch eine bessere Waffe und die Arena hat schon einiges verbessert, glaube ich. Hat mich jetzt nicht weit gebracht. Frost Legion. Warum steht da unten Frost Legion? Ah, Pirate Invasion. Ja, das ist 32, nicht übel. Damit kann ich hoffentlich was anfangen. Eigentlich kann ich damit jetzt erstmal noch gar nichts anfangen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Weil ich ja nur die Rüstung craften werde. Ah, okay. Und dafür brauche ich... dafür brauche ich 45. Ah ja, stimmt, deine beste Waffe hast du ja. Also ich muss auch noch einmal ein Solar-Ding killen. Damit ich genug von dem Kram habe. Ja, was soll's. Dann kommen die jetzt erstmal in die... irgendeine Kiste. In welcher Kiste willst du es haben? Was genau? Achso, die packt in die Seelen. Und schreib einfach /Fragmente. Oder die Dinger heißen noch Fragmente, oder heißen die anders? Nee, passt schon. Übrigens, die goldene Möbel musst du aufheben, ich bin voll. Okay, ich bin gleich wieder da, aber hier sind noch ein paar. Erst, wir haben einen Haufen Piraten-Maps. Und dann kommen die von alleine auch nochmal. Zweimal hintereinander. Einmal vor dem ersten Part und dann einmal im letzten Part, den wir heute wahrscheinlich aufnehmen. Ja, oh, das ist der vierte. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Und dann sterben sie um einige schneller mit dem Bogen, der ist super. Oh, Banner sind auch da. Sharknado, Attacke. Oh, ein Flying Dutchman. Ach so, da kommt er nicht da durch. Wieso du? Ich bin normalerweise schnell. Ah, echt? Ja, ich kann alle vier gleichzeitig treffen mit der Waffe. Hm, unter Umständen kriege ich das auch irgendwie hin. Ja, stimmt. Solange sich nicht zu sehr bewegt, ist gut. Naja, wenn ich es hinbekomme, die hinterste Kugel zu treffen und dann fliegen. Die zielsuchenden Schüsse, weiß nicht, ob die dann durch die Gegner durchfliegen und die dann auch damagen. Sogar für die Papageien haben wir jetzt einen Banner. Okay. Dann würde ich jetzt mal gerne mein Inventar leeren. So komplett, das ist ein Befehl!
Ach Leute, du hast einfach alles umgestellt. Wie, wo habe ich was? Du hast alles umgestellt. Genauso wie ich es gesagt habe. Du hast es gesagt, also habe ich es gemacht. Richtig? Nee. Egal. Ich habe halt gemacht, was ich machen wollte. Okay, ich habe Anne in meinem Inventar, bei denen es mich wundert, warum ich die habe. Die Gegner waren jetzt gerade gar nicht da. Der Typ heißt Edgar. Ja gut. Kann ja mal passieren. So, wenn noch wer... Warte mal, kann ich aus Fragmenten noch irgendwas anderes bauen, ohne die Barren zu haben? Hey, Text Collector, 7 Gold, oh geil. Man kann sich aus Fragmenten Super Healing Potions bauen. Fragmentblöcke, ja. Luna Hook. Oh ja, den könnten wir ohne Dingens bauen. Dann andere Fragmente. Die Rüstung, wofür man das braucht. Die Ausrüstung, wofür man das braucht. Die Waffen, wofür man das nicht braucht, weil ich es schon gemacht habe. Okay, das können wir direkt vergessen. Naja, schade. Schon da gerade im Chat. Oh, du hast verlassen. Warum hast du denn verlassen? Warum nicht? Warum schon? Das Event war vorbei, der Part war vorbei. Nein, der Part war nicht vorbei, aber gut. Wie lange ist der Part denn noch? Bis er bei 20 Minuten ankommt normalerweise. Ah, okay. Schon in Ordnung. So für gewöhnlich. Ich glaube, hier ist eins von den Dingern voll, ja. Also ich hoffe, dass uns das reicht, wenn wir das Lunar-Fragment Event zweimal machen. Es könnte knapp werden. Je nachdem, wie viel Glück man hat bei dem, was da rauskommt. Weil das ist ja auch so unfair, was die Range sozusagen. Ranger? Die Ranger-Class? Ich meine die Reichweite, nein, nicht Reichweite, der Bereich, die Anzahl dieser verdammten Fragmente. Ich meine 18 Minimum, 90 Maximum. Ich meine, WTF, wenn du Glück hast, machst du es einmal für 90, wenn du Pech hast, musst du es fünfmal machen für 90. Ich meine, was soll denn das? Naja, ist halt so. Ich meine, klar, wir könnten Moonlord spawnen, instant verrecken und dann Luna Event nochmal spawnen. Und so tun, als hätten wir nie gekämpft. WTF. Die Taktik. Das ist keine Taktik. So tun, als hätten wir nie gekämpft. Der Moonlord ist genauso unfair. Nein, nee, der ist nicht so unfair, der ist besser. Zwischen 70 und 100. Wer sagt, dass irgendein Boss unfair in diesem Spiel ist? Er droppt zwischen 70... Warte, was? Wieso steht hier jetzt 90 bis 110? Interessant, ich hoffe, das ist richtig. Wo? Also im Treasure Pack sind 90 bis 110 Luminid. Wenn man ihn so tötet, sind 70 bis 100. Das macht schon Sinn. Ja. Expert Mode erhöht Weights. Außerdem hat er so viele Drops, die mir alle nichts bringen. Also wobei, Rainbow Crystal Stuff ist immer cool. Und Glass Prism eigentlich auch. Ja. Ich würde dann mal sagen... Mehrere coole Items. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ja, dann sag was anderes. Bewerte nicht vergessen und Tschüssikowski. Tschüss, bis zum nächsten Mal.